Liebe Mitmenschen, liebe Bürger von der Stadt München, wie lange soll es so weitergehen? Wann wollen die Menschen eigentlich erkennen, dass wir in der Endzeit sind? Was muss alles passieren? Der Zweite Weltkrieg, Holocaust, die ganzen Kriege, jetzt Corona, wann hat das eigentlich ein Ende? Es steht alles geschrieben hier in der Bibel, wie man das ewige Leben bekommen kann. Es ist jemand am Kreuz für uns gestorben, das war Jesus Christus. Amen. Gott selber hat sich Fleisch gemacht als Jesus Christus und ist für jeden einzelnen Menschen hier auf der Straße ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht und nicht in die Hölle geht, denn die Hölle ist wahr. Das Leben besteht nicht nur drin, 70, 80 Jahre gut zu leben, auf das Leben zu beharren, ein gutes Auto zu fahren, ein Haus zu haben, eine Karriere zu haben. Nein, nach dem Tod passiert etwas. Es gibt eine Hölle oder einen Himmel. Die Bibel beschreibt es. Die Bibel hat über 20.000 Manuskripte, die wahr sind. Keiner kann uns retten von der ewigen Hölle. Nicht die Kirche, nicht Allah, nicht Buddha. Nein, nur Jesus Christus ist für euch am Kreuz gestorben. Sonst kein anderer. Jesus Christus hat alles für uns am Kreuz vollbracht. Er war ohne Sünde und wurde mit voller Sünde wegen uns Menschen. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat alle Sünde und die ganze Flucht der Welt auf sich genommen. Und Jesus Christus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Als Jesus gekreuzigt wurde, neben ihm wurden zwei Diebe und ein Mörder gekreuzigt. Der eine hat ihn abgelehnt und der andere hat gesagt, Herr, ich glaube dir. Was ist passiert? Der ihn angenommen hat, ist mit ihm ins Paradies gegangen. Jesus hat zu ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Und wahrlich ist es so passiert. Und der andere hat ihn abgelehnt, hat ihn verspottet und er ist in die Hölle gelandet. Also Jesus Christus hat es uns gesagt. Jesus Christus hat gesagt, ihr müsst mich annehmen, bekennt eure Sünden, denn wir sind alle Sünder. Keiner ist hier besser als der andere. Jeder von uns ist ein Sünder. Jeder von uns begeht Sünden tagtäglich. Es fängt schon in der Morgen, in der Früh an, wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, sagst du gut, obwohl es nicht so ist. Das ist schon eine Lüge. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns hat bestimmt schon mal als Kind geklaut oder gelogen oder hat etwas Unrechtes getan an einem anderen Kind oder an seine Eltern. Jeder von uns ist ein Sünder, jeder hat seine Sünde. Und wenn man seine Sünden bekennt, sagt der Herr Jesus Christus, dann ist er treu und gerecht. Deswegen sagt Jesus Christus, bekennt eure Sünden vor mir. Geht auf die Knie und bekennt, dass ihr Sünder seid und nehmt mich auf. Nehmt mich auf in euren Herzen, übergibt euer Leben mir, sagt Jesus Christus. Dann habt ihr das ewige Leben. Und ich werde vom Vater stehen und für euch einhalten. Und werde euch vertreten, sagt der Herr Jesus Christus. Deswegen, liebe Mitmenschen, bitte ich euch einmal wirklich ins tiefste Innere zu gehen und mal zu überlegen, was habe ich alles falsch in meinem Leben gemacht? Was habe ich alles falsch gemacht? Wie viel Alkohol habe ich getrunken? Wie viel Drogen habe ich konsumiert? Pornografische Filme? Süchte, jeder Mensch hat Süchte, jeder Mensch hat Sünden. Und wir begehen sie tagtäglich. Denkt mal drüber nach. Diese Welt wird verführt von etwas Bösem. Schaut euch mal um, was hier alles passiert. Allein schon das mit Corona. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein kleines Virus die ganze Welt lahmlegt. Macht eure Augen auf, Mitmenschen. Ich empfehle euch allen, die Bibel zu lesen. Das Neue Testament von Jesus Christus. Wie er Fleisch geworden ist, wie er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und die Welt von aller Sünde befreit hat mit seinem Blut. Aber ihr müsst an sein Blut glauben. Ihr müsst den Herrn Jesus Christus nachfolgen, wenn ihr gerettet werden wollt. Wer gerettet werden will, sollte sich zu Jesus bekehren. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Amen. Übergib Jesus deine Sünden, die er für dich am Kreuz gelassen hat. Und bekenn, dass du ein Sünder bist. Geh auf die Knie und bekenn, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Nach 3 Tagen auferstanden ist und sein heiliges Blut für dich am Kreuz gelassen hat. Amen. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn jemand Interesse hat, kann er gerne zu uns kommen. Wir können gerne darüber reden. Wir können ihn gerne aufnehmen und schöne Gespräche mit ihm führen. Möge der Herr Jesus Christus eure Herzen öffnen. Amen. Amen.